Und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel am 10. Spieltag. Hallo an alle anwesenden Journalisten, an alle an den Bildschirmen und natürlich an die beiden Cheftrainer. Wir verlieren mit 3:1 gegen Hertha BSC vor 31.845 Zuschauern. Und wie es üblich ist, hat der Gästetrainer das erste Wort. Herr Fjell, bitte Ihr Fazit zum Spiel. Schönen guten Tag euch allen. Eiche, erstmal. Ich wollte heute unbedingt gegen dich gewinnen, Mann. Das konnte so nicht weitergehen, immer verlieren. Alles deshalb, befürchtet, ja. Das war mal das allererste, was ich loswerden wollte. Zum anderen glaube ich, dass wir wirklich gut ins Spiel gekommen sind, dass wir dominant waren, dass wir unsere Situation auch immer wieder hatten und trotzdem immer wieder gut verteidigen mussten, was die Jungs, finde ich, heute richtig gut gemacht haben. Ich finde, dass wir Momente in unserem Spiel hatten, die außergewöhnlich gut waren. Und dann hast du aber auch wieder Momente, wo du dich fragst, ist es dieselbe Mannschaft, die jetzt noch auf dem Platz ist? Wir gehen dann, glaube ich, verdient in Führung. Und ja, wie es uns das ein oder andere Mal schon passiert ist, kriegst du dann noch kurz vor der Halbzeit dann den Ausgleich, wo du dann in der Kabine sitzt und sagst, ey, das sind genau die Situationen, die wir besprochen haben. Das sind genau die Momente, die du diesem Gegner in der Art und Weise nicht geben darfst. Wir wussten, dass viele Flanken kommen werden. Wir wussten, dass sie immer wieder auf dem Flügel das Wechselspiel machen, wo einer tief, einer kommt, wo wir gut übergeben müssen. Aber letzten Endes kommt es dann darauf an, in der Box am Mann zu verteidigen. Und das passiert uns noch zu oft, dass wir das nicht machen. Dann haben wir ja darüber gesprochen, dass es mit Ball genauso weitergehen muss, dass wir Ruhe haben müssen, weil du kannst nicht auf dieses Spiel dann hoch und runter eingehen. Das ist schwierig, dass der KSC dann auch die Kontrolle haben kann zu Hause. Das war uns klar, dass wir dann auch leiden werden müssen, war uns auch klar. Aber wenn wir dann den Ball hatten, hatten wir Phasen dabei, wo wir ihn zu schnell wieder hergegeben haben. Und dann ja, haben sie uns große Probleme gemacht. Letzten Endes, bin ich auch ehrlich, geht es darum, dass wir 3 Punkte mehr auf unserem Konto haben gegen eine wirklich gute Mannschaft, gegen eine Mannschaft, die bis jetzt noch nicht verloren hat. Das ist nicht so einfach. Deshalb ja, freue ich mich, dass wir uns dafür belohnen konnten für eine Leistung, ja, wo wir mit allem, was wir hatten, Leidenschaft verteidigt haben. Ich glaube, das brauchst du auch dann, dieses Quäntchen mal auf deiner Seite. Das hat man heute. Und letzten Endes, ich weiß es gar nicht, ist immer schwer, glaube ich, geht der Sieg dann auch in Ordnung. Was mir wichtig ist zu sagen, ein Kompliment an alle, die heute da waren. Ich darf schon eine Weile in diesem Sport unterwegs sein, aber in der Art und Weise habe ich das noch nie erlebt, dass der KSC das Spiel verliert und meine Mannschaft startet ihre Dankesrunde beim Gegner und wird gefeiert. Das war Wahnsinn, deshalb Kompliment an alle, die heute da waren. Und Eiche, für dich, Kompliment für deine Arbeit. Hut ab, alles Gute. Und vielen Dank. Dankeschön. Eiche, wie schaust du aufs Spiel zurück? Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ja, heute hätte ich tatsächlich einen Zettel gebraucht, weil Fjello fantastische Dinge gesagt hat. Zunächst mal danke für deine Worte und vor allen Dingen mal Respekt für die Leistung der Hertha und Glückwunsch zum, dann mache ich die Schleife drum, zum verdienten Sieg in Karlsruhe. Warum verdient der Sieg? Ist relativ, ja, einfach mal auf den Punkt gebracht, was Fjello auch angesprochen hat. In der Box muss ich verteidigen. Ich muss auf meiner Position verteidigen. Das ist momentan nicht genügend bei uns auf der einen oder anderen Position. Wir sind zu weit weg. Wir müssen unseren, ich weiß nicht, wer sich die Positionsnamen überlegt hat, Fjello irgendwann mal, aber es hat ja einen Sinn. Auf der einen oder anderen Position steht ja das Wort noch hinten dran. Und das müssen wir besser machen in Zukunft. Da brauchen wir aber nicht so viel über taktische Dinge sprechen, sondern manchmal ist es auch so, Fjello und ich standen auf dem Feld. Es gibt mal so Phasen, da geht es nicht so gut individuell. Und da müssen wir dann uns gegenseitig wieder helfen, um da rauszukommen. Grundsätzlich gehe ich mit allem mit, was Fjello gesagt hat. Die Hertha ist verdient in Führung gegangen, hat uns dann in torungefährlichen Räumen den Ball gegeben. Wir sind kaum bis gar nicht so richtig gefährlich geworden im 16er der Hertha. Setzen dann aber so ein bisschen ein Gefühl der Lucky Punch vor der Pause. Lassen den Elfmeter vorher noch liegen. Das ist dann schon so ein Spiel, wo du draußen das Gefühl hast,
Heute geht's weg, das Spiel. Heute soll das nicht so sein. Das muss ich aber vor oder während dem Spiel euch natürlich nicht sagen. Leider wurde ich dann auch bestätigt. Trotzdem hatte ich schon Hoffnung und wir, dass wir in der Pause ein, zwei Dinge ansprechen konnten, dass das Gefühl mit dem 1-1 in der Pause uns so ein bisschen trägt. Ja, und dann kommen, glaube ich, zwei fast schon absolut konkurrente Situationen. Kenny spielt, ich weiß nicht, ob es zweimal Kenny war, ich glaube es aber, zweimal spielt Kenny einen super Pass in die Schnittstellen, wo wir uns nicht so verhalten, wie das einfach sein muss. Das müssen wir einfach so deutlich sagen. Und wir müssen ja vor dem Eckball schon 2-1 zurücklegen. So fair und offen müssen wir das hier ansprechen. Dann wird es natürlich schwierig, wenn ich die innere Linie gar nicht habe beim Eckball. Ja, dann macht auch einer, der vielleicht wahrscheinlich nicht zu den Kopfballstärksten zählt, ein tolles Tor, das fast schon artistisch gelöst war. So sah es zumindest aus. Und ein paar Zeigerumdrehungen später wieder der gleiche Ball, wo wir uns dann im Gesamtpaket einfach nicht so anstellen, dass wir das Ding verteidigen können. Und in Summe hatten wir dann vielleicht 2-3 so halbe Aktionen, wo Luca Pfeiffer nochmal am kurzen Pfosten uns nochmal heranbringen kann. Dann wird es wahrscheinlich nochmal wild in Karlsruhe, aber das hat heute nicht sein sollen. Deswegen geht für mich der Sieg absolut in Ordnung. Das ist eine richtig gute Mannschaft, der Hertha. Wir waren wahrscheinlich heute dann irgendwie mal fällig. So ein Gefühl entwickelst du dann über die Spielzeit. Und deswegen ist es in so Momenten relativ gut, dass du am Dienstag nicht den Wettbewerb, den müsste man nicht zwingend wechseln, aber dass du in 3 Tagen wieder spielen darfst und versuchst es dann besser zu machen. Am Dienstag muss es auch einen Sieger geben. Das heißt, am Dienstag kann ich schon beginnen, besser zu verteidigen. Und zum guten Schluss schließe ich mich 2 Dingen von Fiello an. Es war eine Stimmung, wie sie in einem Fußballstadion auch mal sein kann. Das bedeutet ja, wir müssen ja am Ende jetzt, das was Fiello angesprochen hat, ist ja nochmal so eine Art Kirsche auf der Torte, dass die gegnerische Mannschaft noch vor der Kurve vom KSC in dem Fall heute beklatscht wird oder ja, muss man so sagen. Sondern heute hättest du wahrscheinlich keine Ordner gebraucht. Heute war Free Willy im ganzen Stadion. Und das ist einfach auch mal eine besondere Art und Weise gewesen. Und zu guter Letzt, und dann komme ich auch zum Ende, ich weiß genau, was Fiello meint. Ich habe auch so 1-2 Kollegen auf meinem Zettel. Ich bin noch nicht durchgekommen, leider. Fiello, ich werde nicht nachlassen. Deswegen verstehe ich total, was du meinst. So hart habe ich es gar nicht empfunden, dass du schon so oft verloren hast. Aber ich verstehe das total mit einem Augenzwinkern. Wünsche dir auch alles Gute. Danke. Und zieh das Ding weiter durch und wir kommen am Dienstag wieder. Vielen Dank. Danke auch an dich, Eiche. Dann gerne per Handzeichen einmal die Fragen anmelden. Die Kollegen kommen im Mikro einmal kurz vorstellen, bitte. Hallo, Glückwunsch zum Sieg. Wenn man auf das Spiel chronologisch blickt, gibt es den Wermutstropfen beim 1-0 bei Ibo Maser, der sich verletzt in der Szene. Hast du schon eine erste Rückmeldung, wie schwer es vielleicht ist? Mit was rechnest du? Erstmal geht er morgen ins MRT und ich habe kurz mit ihm gesprochen. Er meinte, dass er glaubt, dass es nicht so schlimm ist. Aber ja, so eine Situation hatte ich schon mal, wo der Doc gesagt hat, mach dir keine Sorgen. Deshalb heute bin ich noch gar nicht zum Doc hingegangen. Ich warte jetzt einfach mal, was morgen rauskommt. Und hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Gibt's denn? Ja, dann gerne gleich noch eine Frage hinterher. Florian Nierlechner durfte zum ersten Mal in der Startelf beginnen. Warum hast du dich für ihn entschieden? Wie hat er die letzten Wochen als Joker aus deiner Sicht absolviert? Und spielt er sich jetzt so gerade fest mit seinem Tor auch? Wie hat er die letzten Wochen absolviert? Ich meine, das wissen wir alle, dass er schon einen großen Anteil hatte letzte Woche gegen Braunschweig. Jetzt war er einfach mal dran, hat es auch ordentlich gemacht, hat wieder sein Tor geschossen. Das ist das, was wir von dem Stürmer erwarten. Und alles andere ist, ja, ob er sich jetzt reingespielt hat oder nicht. Mittwoch geht es weiter und dann gucken wir mal, wer auf dem Platz steht. Dann gleich noch eine hinterher. Dann würde ich die nächste Personalfrage gleich hinterher schieben mit Deo Seefrück, der wieder zurückgekehrt ist. In die Startelf, war das ein typisches Spiel für ihn? Irgendwie ein bisschen ungestüm im Zweikampf, im Strafraum mit 11 Meter verursacht und dann aber per Willenskraft das Tor erzielt? Er ist einfach ein Vorbild an Mentalität, an Leidenschaft. Er steckt an, so lang wie der am Atmen ist, gibt er dir 150%. Eiche, der springt so hoch, das ist unfassbar. Er ist wirklich ein guter Kopfballspieler, das ist unfassbar, ja, wie hoch der springt. Deshalb bin ich froh, dass er sich heute mal belohnen konnte. Deine Frage war?
Die Frage, ich wollte unbedingt Eiche noch sagen, wie kopfballstark der ist, und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich frage auch gerne, hast du gesehen, mit welchem Körperteil er den Ball reingemacht hat? Nee. Jetzt, wo ich gerade gehört habe, dass es akrobatisch war, ich habe nur gesehen, dass der irgendwie reingegangen ist. Jetzt muss ich mir selber nochmal angucken, aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass er reingegangen ist, und ich freue mich sehr für den Jungen. Dann sehe ich keine weiteren Handzeichen. Ah, okay, doch nochmal. Das Mikro bleibt an gleicher Stelle. Ja, du hast schon das nächste Spiel angesprochen, also Doppelfrage erstmal. In der Tabelle seid ihr ein bisschen geklettert. Ich weiß, da guckst du gerade jetzt nicht so viel drauf. Kann das trotzdem was freisetzen, wenn man merkt, man ist in so einem Flow, man klettert vielleicht auch in der Tabelle? Nein, es geht darum, dass wir heute ein paar Sachen richtig, richtig gut gemacht haben und dann auch wieder ein paar Sachen, wie ich es gesagt habe, zum Haare raufen. Deshalb müssen wir das hinbekommen, dass wir mehr die guten Dinge nach oben schrauben und die, wo nicht so gut sind, ein bisschen verringern. Aber wie gesagt, Tabelle, das ist euer Thema und keine Ahnung, jetzt wird es morgen irgendwie heißen, oh, jetzt mit dem Sieg, jetzt schnuppern sie wieder, es interessiert mich nicht. Mich interessiert, dass wir uns entwickeln, dass wir, wie gesagt, weiter die guten Momente auf den Platz bringen und alles andere, nicht meine Baustelle. Dann jetzt wirklich die letzte Frage, ihr habt einen Bundesligisten vor der Brust im Pokal, wie breit ist diese Brust jetzt nach den letzten Wochen? Bestimmt sehr breit. Nochmal, wenn man als Bundesligist im Pokal gegen den Zweitligisten spielt, dann gehst du erstmal davon aus, dass du der Favorit bist und weiterkommst. Wir werden alles dafür tun, um selber weiterzukommen, weil ich weiß, was DFB-Pokal für meinen Verein bedeutet, für uns bedeutet, für das Umfeld bedeutet. Und deshalb, Eich hat es gesagt, es muss einen Sieger geben am Mittwoch und ich hoffe, dass wir das sind. So, gib das Mikro ab jetzt bitte. Ja, weitere Fragen sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche ein schönes Wochenende und unseren Gästen natürlich eine gute Heimfahrt. Vielen Dank. Und euch allen ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Ciao zusammen. Ciao.